Ich bin am 19.03.1929 als Marie Vogt im alten Steinweg geboren. Ich bin getauft worden hier in der Kirche, in unserer Kirche hier. Dann, ja, dann wurde ich dann so mit 3, 4 Jahren wohnten meine Großeltern in der damaligen Sedernstraße. Das ist die Straße, die heute Schillerstraße heißt. In einem großen Backsteinhaus und das Haus, dieses Haus und vorne das Backsteinhaus, was an der Straßenecke steht, gehörte dem Kaufmann Rosenberger. Das war ein Jude. Und in dem Haus wohnten oben in der zweiten Etage meine Großeltern und in der Mitte war ein Jude, Kohn, und der hatte 4 Kinder und der Jüngste war so alt wie ich. Und dann war ich oft so, ich kann mich so erinnern, mit 3, 4 Jahren, war ich immer bei der Großmutter viel. Und dann habe ich mit den Judenkindern gespielt. Und die Frau von dem Rosenberger, die Tochter, die kam dann auch immer mal, die Tirza. Die hat dann auch immer mal mitgespielt. Und was war, dass ich dann bei denen, wenn dann Zeit, wenn die immer so zum Wochenende, dann wurde Matzen gebacken. Und dann kriegte ich auch immer meine Matzen mit. Ja, das war einfach, und der Bertel ist auch mitgefahren, als mein Onkel Hochzeit hatte in Mühlhausen, da war Bertel und ich, waren die Blumenkinder. Also war immer ein Jude dabei. Das ist einfach, das war für mich einfach. Dann sind die da weg und ich bin in die Schule gekommen, in 1936. Ich bin mit 7 Jahren gekommen, weil ich ja so klein und mickrig war. Und von da weiß ich nicht mehr, was mit dem Bertel dann und mit Kohns passiert ist. Ich weiß nur, dass dann mal mein Vater gesagt hat, liebe Zeit, wie soll denn das nur geben? Jetzt die Reichen, die können jetzt weg und die Armen, wie der Kohn ist, die haben doch gar kein Geld, dass die weg können. Und dann hat in 35, 36, da hat der Rosenberger alles verkauft und ist weg. Und in der Zeit sind in der Friedrich-Wilhelm-Straße so viele, also wirklich Geldjuden gewesen und auch in der Sedernstraße hoch an den Anlagen, diese großen Häuser da. Das wurde, die haben alles verkauft. Ich habe das selber gesehen, wenn die da gewesen sind und haben die Kisten dann da weg und plötzlich waren die Leute weg. Und ja, dann waren wir dann vom alten Steinweg hinten, sind wir in den alten Steinweg nach vorne gezogen. In 36 waren wir da. Da ging ich ja von da aus in die Schule auf den Schulberg. Und dann stand dann plötzlich mal eine Riesenkiste da im alten Steinweg. Das konnten wir von unserem Haus dann vorne sehen. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, was ist das denn für ein Ding? Und da hat er gesagt, das ist eine Seekiste. Ja, das war so ein Riesen. Ich sag, wieso eine Seekiste? Da sagt er, die gehen jetzt auch weg. Die machen ihr ganzes Zeug, was sie haben, in die Seekiste und dann kommt ein großer Lastwagen, das holt das und dann fahren die mit dem Schiff woanders hin. Das waren auch Juden. Und das Haus hat dann nachher, da war nachher ein Schreiner drin, Heckmann war dann da drin in dem Dings. Also das weiß ich auch noch, das war da. Und dann ging das weiter. Wie ich dann in der Schule war, erstmal war dann in der Schulstraße die Judenschule. Da sind noch die Judenkinder hingegangen. Und die mussten aber nachher so, ich denke in 37 durften die da nicht mehr in die Schule.
Mein Vater hat bei einem Juden, wie er aus der Schule gekommen ist, gelernt. Und als dann 33 dann das war, hat er gesagt, du musst weg. Und hat erzählt, was da drin steht in meinem Kampf. Der sollt auch den anderen sagen, macht euch ab. Und dann sind dann die Juden nachher auch in 36, 37, dann waren die, wo viel die weggezogen sind. Aber das waren überwiegend die Reichen. Das war Friedrich-Wilhelm-Straße, Sedernstraße, Marktstraße, Staat. Da waren alle, die so viel dazu tun hatten. Und die sind dann auch weg. Und wenn ich heute so gehe und sehe die Stolpersteine, das waren dann, wo die Juden waren, die nicht so viel Geld hatten, die nicht weg konnten. Ja, die haben mir das dann nachher gesagt. Ich habe immer gesagt, ich will wieder Matzen haben. Dann wurde mir mal, ich weiß gar nicht, wer mir das dann gesagt hat, du kannst keine Matzen essen. Da werden die Christenkinder geschlachtet und aus dem Blut werden die Matzen gemacht. So, also bist du still. Dann wollte ich gerne rote Schuhe haben. Rote Schuhe darf ich nicht haben. Rote Schuhe haben Kommunistenkinder. Ach, meine Güte. Ich bin ja da im alten Steinweg geboren. Da war, wenn man reinkommt, unten links, der war Kommunist. Rechts waren wir, waren Nazis. Oben drüber waren Demokraten und ganz oben war Zentrum Partei. Und wir haben uns alle vertragen. Ja, wir haben uns alle vertragen. Das ist das Vorderhaus, dann ist hinten noch eine große Scheune gewesen und dann habe ich da meine Schaukel gehabt und da haben wir gespielt und gemacht. Die Männer und die Frauen haben da gesessen. Da war kein Theater. Tja, und nachher, es war plötzlich alles anders. Wir mussten in der Schule, wurde anders gelehrt. Wir haben nicht mehr morgens früh gebetet, wenn wir in die Schule gegangen sind. Wir mussten Heil Hitler sagen. Das wird alles anders. Wir sind zu Anfang, wenn wir 6 bis 7 Jahre waren, waren wir hier in einer Kükengruppe. Und wenn wir 10 Jahre waren, dann waren wir Jungmädchen. Und wenn wir 14 waren, dann waren wir BDM-Mädchen. Und da hatten wir zu parieren und das zu tun, was gesagt wurde. Anders ging es gar nicht. Wenn sie dagegen waren, sind sie woanders hingekommen. Also das ist das, was ich hier in Eschwege als Kind erlebt habe. SA ist mit Fackeln, als es war schon dunkel, von der Mackelgasse hochgekommen, über die Brücke und haben gerufen, Deutschland erwache. Und dort unten der Berra unten, da stand ein Mann, so ein kleiner, so ein bisschen buckelig, der hat gerufen, Hitler verrecke. Und der wurde dann nachher weggeholt. Also das war dann, wo das dann wirklich losging. Also wie Adolf an die Macht kam, da war dann eben alles anders. Wir wohnten oben auf dem Schulberg und wir waren schon schlafen, mein Bruder und ich. Wir mussten ja, also ich musste jedenfalls in die Schule und dann mussten wir abends früh ins Bett. Und dann war plötzlich, sind wir munter geworden, es war schon spät, dass drüben im Gefängnis unwahrscheinlicher Krach war. Da wurde geschrien und rumgemacht. Also dann sind wir aufgestanden, mein Bruder und ich sind in die Wohnung, also durchs Zimmer gegangen. Meine Eltern waren nicht im Bett, also mussten sie noch irgendwo in der Diele oder wo sitzen. Und da sind wir hingekommen, da saßen ganz viele da und mein Vater. Und dann kam einer
von der SA, dass mein Vater kommen sollte. Er hätte was anderes zu tun, als hier zu hocken. Und da hat er gesagt, und ich bleibe hier hocken. Das sind Menschen, die so viel Angst haben. Und bei denen bleibe ich. Und ich sage, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, hätte ich meinen Vater nie mehr angucken können, nach dem, was man dann nachher erlebt hat. So, und dann war es dann, dass wir dann anderen Morgen, musste ich ja dann runter, den Berg runter, und komme da unten hin und denke, ich sehe nicht richtig. Da haben die ganze Synagoge, alles, was in der Synagoge drin war, auf einen großen Berg zusammengeschüttelt und haben den da angesteckt. Denn die konnten ja die Synagoge nicht anstecken, dann wäre ja das alles abgebrannt bei uns. Und das haben wir dann morgens früh gesehen, wie wir in die Schule gegangen sind. Und dann musste, das war dann früher so, die ersten Klassen sind auch oben in der Bürgermädchenschule eingeschult worden und die ersten, zweiten und dann die zwei nächsten Klassen mussten ins Gymnasium gehen. Da waren dann zwei Klassenräume, wo wir zwei Jahre hin mussten. Und dadurch konnten wir das alles sehen. Wir sind in den Berg runtergegangen, eine andere Seite hoch und da haben wir ja gesehen, was da alle war. Und da hat man schon gesehen, dass überall, wo jüdische Läden gewesen sind, kaputtgeschlagen war. Oben in die Hotels waren kaputtgeschlagen, da lag das Geschirr draußen und alles. Also wir waren irgendwo total, also ich jedenfalls, ich war total daneben. So, und jetzt sind wir in die Schule gekommen. Und dann ging das los. Da mussten wir ein Lied lernen. Ich kenne nur noch den Rest. Den Anfang habe ich nicht mehr drin. Aber der Rest hat mir den Rest gegeben. Das war dann, die Juden ziehen dahin, daher, sie ziehen durchs Rote Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Das mussten wir lernen und mussten es singen. Das ganze Hochzeitshaus war voll mit Juden. Die mussten da auch Fenster putzen. Also von einem weiß ich, dass der aus dem Fenster gesprungen ist. Ich weiß aber nicht, ob noch welche aus sich in Tod gestürzt haben. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dort die Juden im Gefängnis waren und unten im Hochzeitshaus und mussten da und sind geschlagen worden und ist geschrien worden. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Wenn ich heute da so sehe und diese Steine sehe, bleibe ich bei vielen stehen.